Es ist harte Arbeit, Schmerz, Leidenschaft. Es gehört sehr viel Opferleistung dazu, um Erfolg zu haben. Daran muss man denken, es ist nicht bequem. Guten Abend. Meine Güte, da sind so viele Leute da. Guten Abend allerseits. Guten Abend. Auch für die, die ganz weit weg sind. Guten Abend. So, ich versuche mein Bestes zu tun, dass Sie sich nicht langweilen. Es sind viele gute Reden vor mir gekommen und ich mache das hier zum ersten Mal. Also bitte gedulden Sie mit mir. Und Sie dürfen auch nicht zu lange klatschen, weil ich nicht so viel Zeit habe. Es ist alles hier auf dem Monitor und ich muss ziemlich schnell reden. Aber wie gesagt, wir tun unser Bestes zusammen. Mir wurde gesagt, ich sollte über mich reden, meine Geschichte. Das interessiert natürlich alle, bin ich mir sicher. Ja, man will was wissen, bin ich mir sicher. Aber ich habe dann gedacht, ich würde diese Frage, kannst du deine Geschichte erzählen, anders darstellen. Ich habe mich selber gefragt, was bestimmt, wer ich bin? Was macht mich aus? Und da hatte ich drei Antworten drauf. Und vielleicht, während ich erzähle, können Sie versuchen, sich damit zu identifizieren. Eine Sache, was mich ausmacht, ist meine kulturelle Identität. Das ist ja klar. Ich bin Afrikanerin, ich komme aus Kenia, ich lebe auf dem afrikanischen Kontinent. Was anderes, was mich auch ganz offensichtlich bestimmt, ich bin eine Frau. Das bestimmt mich auch. Und das Letzte, was mich auch bestimmt, was für die meisten viel interessanter als die anderen zwei ist, ist mein Name, mein Nachname. Das bestimmt mich auch. Und es bestimmt mich insofern, dass es auch das, was ich mache, vorantreibe. Meine humanitäre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, meine Arbeit als Rednerin, wo ich nicht nur mein Geld verdienen will, sondern auch Leute überzeugen wollen, Verantwortung zu übernehmen und Verantwortlichkeit auch mit ins Spiel zu bringen. Verantwortung, auf Englisch gesagt, Responsibility, Verantwortlichkeit, Accountability. Die Tatsache, dass ich für was verantwortlich bin, heißt es noch lange nicht, dass ich dafür verantwortlich bin, die Verantwortlichkeit trage. Das ist die Linguistin in mir. Vielleicht versuche ich zu erklären später, was ich damit meine. So. Ich will beeinflussen. Ich will, dass Leute überlegen und darüber nachdenken, was sie machen und warum sie das machen. Und was mich treibt, das zu machen, komme ich zurück auf meine kulturelle Identität. Diese Afrikanerin. Was es bedeutet, Afrikanerin zu sein. Afrika wird leider überall auf der Welt als Kontinent betrachtet, das arm ist, wo die Leute leiden, die Leute sind Opfer, die sind passiv, es wird mit ihnen gemacht, die können sich nicht selber helfen, die Hilfe kommt immer von woanders. Das ist unsere Erbe als Afrikaner, nicht nur als Afrikanerin, sondern als Afrikaner. Zusätzlich Afrikanerin, als Afrikanerin habe ich ja doch die Situation, dass die Leute mich mitleiden, weil ich als Afrikanerin ja so unterdrückt bin oder werde. Das ist diese kulturelle Erbe, die ich bestreite, wogegen ich arbeite und womit ich versuche, umzugehen, damit wir lernen, uns dieses Kontinent anders zu sehen und wenn man das macht, auch mich anders zu sehen. Ich habe keinen Riesenbauch. Ich meine Hungersbauch. Ich bin nicht dürr und dünn. Ich leide nicht. Ich, Auma Obama, tue das nicht. Dieses Bild von Afrika gibt es auch, so wie ich vor Ihnen stehe. Und wenige Leute identifizieren dieses Bild von Afrika mit diesem Kontinent, wie man sich das vorstellt. Das versuche ich zu ändern in meiner Arbeit. Meine kulturelle Identität ist so reich, so divers, so vielfältig. Und das müssen die Leute erfahren, das müssen die Leute wissen. Also als Afrikanerin, die zeigen will, dass es was anderes gibt auf diesem Kontinent, als nur Armut, Mitleid, Opfermentalität und ein Fass ohne Boden. Mein Geschlecht, ja, ich habe nicht so viel Zeit. Mein Geschlecht als Frau. Ich bin als einziges Mädchen in einer Familie aufgewachsen, wo nur Jungs waren. Mir wurde immer gesagt, was ich als Frau tun und nicht tun darf. Und es war vieles.
Bis hin zu, ich stand in der Küche, musste abwaschen und mein Bruder dürfte egal was machen. Er war ja ein Junge. Er war nur 2 Jahre älter als ich. Und wir haben seitdem Probleme miteinander, weil er immer noch denkt, mit meinen 29 Jahren, dass er mir sagen darf, wo es lang geht. Und wer mich kennt, weiß, dass es nicht geht. Das treibt mich auch voran. Und meinen Namen, diesen schönen Namen, ich kann Ihnen was verraten. Bevor mein Bruder das tat, was er tat, kannte niemand diesen Namen, sogar in Kenia nicht. Wir waren die einzige Familie, die diesen Namen trug, Obama. Ich habe damals als Studentin recherchiert und diesen Namen gibt es in Kamerun auch. Ich weiß gar nicht, wie wir diesen Namen bekommen haben. Niemand konnte mir das antworten. Also zuallererst ist es ein exotischer Name, ein schöner Name. Und auch noch ein Name, der mir nicht erlaubt, nichts zu tun, weil es mir so viele Türe aufmacht, so viele Plattformen verschafft wie hier, um eine Stimme zu haben für andere Leute, die diese Gelegenheit nicht haben. Manchmal ist es schwer, diesen Namen zu tragen. Ich kann nicht lügen. Ich musste das lernen. Und das ist auch so etwas, was man lernt im Leben. Man macht und tut und denkt, es geht so und dann geht es anders. Das Leben kommt immer dazwischen. Ich habe darüber ein Buch geschrieben. Das Leben kommt immer dazwischen. Ich gebe ihm alle einen Tipp. Wenn Sie einen jüngeren Bruder oder Schwester haben oder auch ältere Bruder oder Schwester haben und die sagen, die wollen was tun, nehmen Sie sie ernst. Das hat mein Bruder mir gesagt vor Jahren, dass er Präsident werden wollte. Wir haben darüber geredet und gedacht, oh ja, ist okay, schon gut, ja, vielleicht von einer Firma, da macht man was. Man wird einen Unterschied machen in der Welt, so wie ich es versuche zu tun. Aber ich habe nicht verstanden, dass er meinte, der Präsident von den Vereinigten Staaten. Das war schon groß. Also, wenn Sie Geschwister haben oder irgendwelche Familienmitglieder, hören Sie zu. Und nehmen Sie sie ernst, weil es beeinflusst Ihr Leben auch. Mein Leben hat sich drastisch, gravierend geändert, dadurch, dass ich plötzlich, und ich hieß SPOTUS, Schwester des Präsidenten des Vereinigten Staaten, Sister of the President of the United States of America. SPOTUS hieß es, ich. Ich kann es nicht mal aussprechen. SPOTUS. Ich muss es auch lernen. Das war ich plötzlich. Und ich musste damit klarkommen. Ich musste diese Verantwortung übernehmen und ich musste das ernst nehmen. Das trieb mich auch. Weil plötzlich diese Türe, die aufgemacht worden sind, da musste ich durchgehen. Weil ich wusste, welche Möglichkeiten ich dadurch bekommen habe. Was mich am meisten motiviert habe, und das habe ich schon vorher gemacht, die Leute, die mich kennen, wissen das, ist, dass ich immer schon was machen wollte, um einen nahrhaften Boden zu verschaffen, wo junge Leute und Kinder die Möglichkeit haben, so zu erfahren, wie sie ihr Leben gestalten können, damit sie daraus ein nachhaltiges und verantwortungsvolles Leben führen können. Das war für mich immer schon wichtig. Und das in Eigenverantwortung. Nicht, weil jemand gesagt hat, man soll das machen, nicht, weil die gedacht haben, ich habe keine andere Option und ich muss es machen, sondern weil sie selber davon überzeugt sind, dass wenn sie auf eine bestimmte Art und Weise leben, können sie Erfolg haben in ihrem Leben, ohne dass sie Opfer sind, ohne dass sie betteln müssen und ohne dass sie das Gefühl haben, die machen es, weil jemand anders das gesagt hat. Die sind mitverantwortlich und die bestimmen mit, was mit ihrem Leben passiert. Das war mir schon immer wichtig und das hat mich schon immer getrieben. Für die, die mich schon irgendwo vage von mir hörten, bevor ich SPOTUS wurde, habe ich Auslandsjournal war ich immer wieder mal und habe dann unseren Kontinent vertreten, buchstäblich vertreten, weil ich die einzige Afrikanerin war, die am Tisch saß. Also das war immer schon wichtig für mich. Man sagt mir, ich bin ein Changemaker. Ich habe versucht, diesen Begriff im Deutschen zu finden und leider, es tut mir leid, ich habe es nicht gefunden. Changemaker. Ich mache einen Unterschied, sage ich mal so, übersetze ich salopp. Ich mache einen Unterschied.
Und dann habe ich mich gefragt, bin ich wirklich das? Bin ich ein Changemaker? Das, was mich treibt, dass ich was verändere in der Welt, von Menschen ihr Leben verändere, was verbessere, bin ich wirklich ein Changemaker? Und da habe ich gedacht, ja, ich glaube schon. Es wird Zeit, ja, es wird Zeit, dass ich mich dazu bekenne. Ich bin normalerweise sehr bescheiden. Ich weiß, meine deutsche Mutter ist hier im Publikum. Mutti, ich grüße dich und Elke und Lena. Und die wissen, wie bescheiden ich bin. Ich ziehe mich immer zurück. Meine Leute zu Hause wissen nicht mal, dass ich in Kenia lebe, obwohl ich schon seit 2007 dort lebe, weil die mich kaum sehen und ich bin nicht so sehr in der Öffentlichkeit. Aber irgendwann musste ich mich dazu bekennen, dass ich wirklich einen Unterschied mache. Ich bin ein Changemaker. Und es hat mir dann vor kurzem jemand gesagt, wenn man ein Changemaker ist, wenn man was macht, was gut ist, soll man das sagen. Man soll sich zelebrieren lassen und man muss das rausschreien, weil wenn man das dann sagt, können andere sagen, ja, das könnte ich doch auch, das kann ich doch auch, weil das ist ja nur Auma. Wir vergessen diese Nachname, das ist dann zu schwer. Da kann man nicht konkurrieren gegen den Namen. Es wird nicht so schnell passieren, dass eine von Ihnen, ein Bruder oder eine Schwester, der Präsident wird. Also Auma, ja? Dann hat man das, man weiß, man kann es auch tun, genauso wie Auma das tut oder das getan hat. Aber ein Changemaker, das bin ich habe mich dazu bekannt. Und ein Changemaker zu sein, gehört ein bestimmter Typ von Menschen. Ein bestimmter Typ Mensch ist ein Changemaker. Ich werde jetzt aufzählen ein paar größere Changemakers. Ich will nicht zumuten, dass ich es bin. Und Sie werden mir verzeihen, wenn ich die Beispiele aus dem afrikanischen Kontinent nehme, weil das zu selten gemacht wird. Und ich habe ja dieses Plattform. Ich bin ja die Stimme für alle, die nicht reden können. Und deswegen nutze ich das einfach aus. Sie müssen es einfach mittragen, okay? Ich nenne für Sie, ich bin bewusst, diese Zeit läuft. Deswegen danke, dass Sie klatschen, aber... Eliud Kipchoge, den kennt man doch, oder? Der schnellste Mann der Welt, Marathon. Eliud Kipchoge, Sport, ein Changemaker. Ja? Wangari Maathai, Umwelt, ganz, ganz groß, Bäume pflanzen, Changemaker. Juliana Rotich, kennt ihr wahrscheinlich nicht, aber sie ist eine IT-Whiz, sagt man auf Englisch, aus Kenia auch, weil sie ein App erfunden hat, wo man kontrollieren kann und kontrollieren, wie die Wahlen gehen. Die USA benutzt ihr App jetzt inzwischen. Yay! Mal sehen, was passiert diesmal, okay? Wir haben Juliana Rotich. Nelson Mandela, die Politik. Mohammed Ali, Sport. Damals hat sich geweigert, ich gehe nicht in den Krieg. Ich habe nichts gegen den Leuten, die dort in Europa kämpfen. Warum soll ich da kämpfen? Leonardo da Vinci, Kunst. Und wer denn sonst? Barack Obama. Changemakers alle. Alle sind Changemakers. Und ich habe damit angefangen, dass ich auch ein Changemaker bin. Vergessen Sie nicht, ne? Ich habe mich daneben gestellt mit meiner Kleinigkeit, okay? Aber was macht diesen Leuten aus? Was haben sie alle gemeinsam? Sie sind erfolgreich, das kann man nicht bestreiten. Aber zum Erfolg, und das sage ich immer jungen Leuten, die denken immer, ich will Musiker werden, ich will singen, ich will Sportler werden, die denken, es ist so einfach. Es ist harte Arbeit, Schmerz, Leidenschaft. Es gehört sehr viel Opferleistung dazu, um Erfolg zu haben. Daran muss man denken, es ist nicht bequem. Und ich in meinen Kleinigkeiten bin auch nicht bequem. Meine Situation ist auch nicht bequem. Es ist sehr anstrengend, Auma Obama zu sein. Das kann ich Ihnen sagen. Ich hinterfrage alles. Und ich will immer was machen. Und ich sehe immer, ich finde leider Gottes immer einen Weg, auch wenn es schwer ist. Und dann muss ich da durch, ich kann nicht anders, ich habe ja gesagt, die Tür wird aufgemacht, ich muss da durch. Wenn ein Plattform mir gegeben wird, ich muss auf der Bühne sein, weil es Arbeit zu tun gibt. Das ist das, was Changemakers machen. Und ein kleines Geheimnis dazu, warum die Kenianer so gute Läufer sind. Die meisten kommen aus dem Rift Valley. Ich habe gesagt, Erfolg zu haben ist schmerzhaft, es tut weh, es gehört Leid dazu, es ist nicht bequem. Die Kinder von der Rift Valley, dort wo der Kipchoge herkommt, Eliud, die mussten immer zur Schule laufen,
weil die Schulen sehr weit weg sind. Das heißt, es kann sein, dass das Kind auch klein 10 Kilometer laufen muss, weil wenn man spät ist, kommt zu spät zur Schule, wird man bestraft. Dann muss man mittags nochmal laufen, weil man ja essen will. Und man muss dann schnell essen und wieder in die Schule laufen, damit man nicht bestraft wird. Und dann läuft man wieder zurück abends, weil man ja Hausarbeiten hat. Also Hausarbeiten im Sinne von im Haus mitarbeiten, am Hof mitarbeiten. Das ist dieses Training, den wir bekommen. Und es ist wirklich wahr, ich mache keinen Witz, es ist wirklich wahr. Die Menschen dort rennen zur Schule und zurück, hin und zurück. Das sind vielleicht 40 Kilometer am Tag. Harte Arbeit. Aber später, der Rest von den Kenianern, das ist der Rift Valley und es ist auch ziemlich, liegt sehr hoch. Wir haben erkannt, oh, da ist Geld zu machen mit Marathonlaufen. Und inzwischen haben wir andere Völker, die auch Marathon rennen, aber für die ist es viel, viel schwieriger, weil sie richtig trainieren müssen. So wie wir hier, wenn wir versuchen, in dem Gym zu gehen und zu trainieren. Für die Leute aus dem Rift Valley, das ist für sie normal. Aber für uns in Zentralkenia oder im Westen von Kenia, da müssen wir richtig trainieren. Aber wir haben erkannt, da ist Geld zu machen mit Marathonlaufen. Also es ist nicht einfach, ein Changemaker zu sein. Das sind nötige Charakterzüge, die man haben muss. Man muss kreativ sein. Man muss sich nicht einschränken lassen. Keine Limitationen, keine Blockaden. Man muss sich selber sagen, nichts ist unmöglich. Ich höre nicht, wenn meine innere Stimme mir sagt, ich kann nicht. Oder wenn jemand anders mir sagt, ich kann nicht. Bei mir war das immer so als Kind. Ich habe immer gesagt, warum? Warum kann ich nicht? Und mein Vater ist verrückt geworden, als einziges Mädchen. Warum nicht? Warum? Es war entweder warum nicht oder warum? Warum überhaupt? Und dann hat er gesagt, frag bitte nicht, mach einfach. Warum? Da kam er nicht weiter mit mir, weil ich immer hinterfragt habe. Du kannst. Und Da Vinci hat gesagt, er hat einen Begriff gehabt, den ich habe versucht, das auf Deutsch zu übersetzen, war nicht einfach. Stubborn Application, was so gut heißt wie störe Anwendung. Störe Anwendung. Das heißt, man sagt nicht nur, man redet nicht über etwas oder man weiß nicht nur über etwas, man muss auch was tun. Applikation, man muss sich bewegen, man muss was tun. Wenn man was wagt, erst dann passiert was. Ich kann wissen, dass es toll ist, irgendwie auf Kilimanjaro zu steigen, aber wenn ich nicht hochgehe, dann war es auch nicht. Dann ist es nur akademisch. Und deswegen, obwohl wir auch Akademiker sind, Doktor, habe ich gesagt, vergessen Sie nicht, geht es darum, zu tun. Man muss tun. Und man muss mitfühlend tun, inspirieren. Und Fokus haben, diszipliniert sein. Ja? Immer daran denken, dass man selber sich beteiligt, selbstbewusst sein und widerstandsfähig sein, resilient. Das ist das, was ich wirklich weiß, dass ich bin. Ich bin wie altes Leder. Ja, es geht nicht kaputt. Leder geht nur kaputt, wenn es diese Anwendung nicht findet. Dann wird es ganz hart. Und wenn man es irgendwie anfasst, dann kann es auch so brechen wie ein Biskuit. Wie Kekse. Aber wenn man es immer benutzt, bleibt das weich, resilient, geht nicht kaputt. Und das ist das, was ein Changemaker ist. Geht nicht kaputt. Aber dazu gehört auch Demut, Bescheidenheit und Mitgefühl. Weil, und dann darf man Bescheidenheit nicht verwechseln mit Ängstlichkeit. Viele Leute, wenn man demütig ist, denken, ach, das ist so ein Waschlappen. Der hat Angst, der wehrt sich nicht. Aber manchmal Bescheidenheit ist auch eine Form der Würde. Und es ist nicht mal manchmal, es ist immer das. Selbstbewusstsein darf man nicht mit Arroganz verwechseln. Wenn ich selbstbewusst bin, ich komme den Leuten sehr selbstbewusst vor, aber ich bin nicht arrogant. Hoffentlich nicht. Ja? Mutti, du sagst mir nachher Bescheid. Hoffentlich nicht. Weil Arroganz und Demut, die passen nicht zueinander. Gott sei Dank. Das sind die echten Game Changers. Die sind gescheit und die können auch mitfühlend mit den Menschen umgehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das Allerwichtigste bei diesem Typen von Menschen ist, dass man Mitgefühl hat. Und das fehlt so häufig. Das fehlt so häufig in der Politik, weil wir haben Leute, die wir sagen, die führen, die sind zuständig für das, was mit uns passiert und die haben diese Compassion. Auf Englisch sagt man Compassion. Ich weiß nicht genau das richtige Wort im Deutschen. Ich denke, es ist mitfühlend. Die müssen mitfühlend sein. Aber gleichzeitig wissen sie, dass die nicht Menschen sind, die keine Fehler machen. Und bei uns gibt es einen tollen Spruch, man sagt,
kuteleza siku anguka. Das bedeutet, da, weil ich stolpere, heißt es noch lange nicht, dass ich gefallen bin. Und wenn ich stolpere, kann ich auch aufstehen. Aber es ist nicht einfach, das alles zu machen. Es ist wirklich nicht einfach. Ich rede hier so locker, so bis so einfach ist, es ist es nicht. Ich habe auch einen langen Weg gebraucht und immer wieder verzweifle ich auch an das, was ich kann und dass ich auch ein Changemaker bin. Ich versuche das zu leben, aber es ist nicht immer einfach, weil ich musste lernen, mich selber wahrzunehmen und mich ernst zu nehmen und mich wertzuschätzen und zu sagen, mich gibt es und ich bin auch wichtig und ich zähle was. Das ist so, so wichtig. Wir haben eine Übung, die wir gemacht haben mit Gedankentank mit unseren Kindern in Kenia. Und es ging darum, dass die Kinder lernen, dass die wer sind, dass die wichtig sind. Und wir haben einen ganz einfachen Satz den Kindern beigebracht und die mussten dann mit diesem Satz laufen mit Überzeugung. Und der Satz hieß einfach, ich bin. I am. N-an. Und in dem Moment, wo die das gesprochen haben, haben wir gesagt, sie müssen das mit Überzeugung sagen. Und wenn man mit Überzeugung, sie können es auch üben. Sie sitzen aber stellen sie sich so hin, als würden sie stehen. Und sagen sie sich ganz leise, ich bin. Natürlich am Ende gehört dazu, wer, ich bin wer. Aber wir machen es kurz, ich bin. Und in dem Moment, wo ich sage, ich bin, und ich stehe da, als ob ich bin, dann verstehen andere Leute, dass es mich auch gibt. Die sehen mich. Ich habe eine Kraft, die ich ausstrahle und die Leute nehmen mich ernst. Die achten auf mich. Und das ist das, was wir versuchen, den Kindern und Jugendlichen beizubringen. Und als letzte Instanz, weil die Uhr hier ist so schon aus, meine Zeit ist um. Ja, ist schlimm. Ich möchte kurz den Frauen was sagen. Weil bei dem Ich Bin gibt es immer bei uns Frauen ein Problem. Ich habe ja gesagt, eine meiner Identitäten, eine der Sachen, die mich treibt, ist, dass ich Frau bin. Das bestimmt mich auch. Unsere Ich Bin, unsere I Am muss auch heißen, ich bin Frau. Nicht ich bin eine Frau, ich bin Frau. Und man muss stolz sein. Ich muss stolz sein, Frau zu sein. Für mich heißt es, ich bin afrikanische Frau, was sehr viel bedeutet. Es muss mit einer gewissen Stolz sein. Wir dürfen nicht Angst haben und sagen, wir schaffen es nicht, weil die Männer uns das nicht schaffen lassen. Es gibt dieses Glas, diese Glasdecke. Es gibt diese, ich habe das Wort gelernt, Sprosse für diese Leiter, Karriereleiter, die kaputt ist unten. Diesen Begriff benutzt man gerne. Ich sage nein. In dem Moment, wo ich einen Raum betrete und sage, ich bin, dann sind sie selber dumm, wenn sie mich nicht einstellen. Sie sind selber dumm, wenn sie mich nicht nehmen. Ja. Da fehlt ihnen was, weil die Kompetenzen, die Frauen haben, das sage ich Ihnen Männer, sie müssen wirklich die Frauen mit einbeziehen. Weil wir haben Kompetenzen, die sie, und ich mache es nicht im Bösen, ne? Respekt für ihn allen, die sie noch lernen müssen. Uns wird beigebracht, wir müssen tough sein, wir müssen aggressiv sein, wir müssen wie Männer sein. Nein, die Männer müssen so wie uns sein. Ja. Wenn die uns annähert, und ich bin jetzt wirklich fertig, meine Zeit ist total um, ich werde nie eingeladen wieder. Wenn wir das ernst nehmen, dann gehen unsere Ängste weg, weil das sind die Probleme, wir haben so viel Angst. Und das ist nicht nur die Frauen. Wir müssen erstmal Excel auf Deutsch gesagt, Excel bedeutet uns übertreffen in unserer Exzellenz. Wir müssen uns übertreffen in unserer Exzellenz als Menschen zuerst und dann als Frauen und Männer. Versuchen wir als Menschen erstmal miteinander umzugehen und dann als Männer und Frauen. Und dann erst. Und dann erst werden wir in unsere eigene Haut uns sicherer fühlen, wohler fühlen und das trägt sich hinüber in die Familie, in die Gemeinde, in unsere Städten und unsere Staaten und dann auch überall. Dann gibt es vielleicht nicht solche Verhältnisse, die wir jetzt sehen. Ich gebe als Beispiel Großbritannien, USA, Sie verstehen, was ich meine. Ja?
Und ich glaube, damit muss ich wirklich Schluss machen, weil ich habe noch sehr viel. Ich darf aber nicht, ich will jetzt nicht meine Gastfreundlichkeit hier überschreiten. Aber weißt du, was ich Ihnen auf dem Weg mitgeben kann? Ist das, Sie müssen immer dran denken. Alle von uns sind eigentlich Changemaker. Alle von uns können, wir haben eigentlich alle diese Eigenschaften, die ich hier jetzt aufgezählt habe. Entweder haben wir Angst oder wir wissen gar nicht, es ist alles potent. Wir müssen zu Changemakers sichtbar werden. Und das können wir alle. Und in dem Moment, wo man das macht, müssen wir auch, ich bin fertig, ich weiß, wir müssen auch daran denken, wir müssen auch daran denken, dass wir gesegnet sind. Da müssen wir dem Nachbar auch, wir müssen Giving Forward weitergeben. Das ist das, was ich Ihnen auf den Weg geben will. Weil es gibt einen Spruch auf Englisch. There but by the grace of God go I. Ich könnte denjenigen sein, der mich jetzt scheucht. Ich könnte aber den Bettler sein, der nichts zu essen hat. Jeder von uns kann eine von diesen Leuten sein. Und deswegen muss man mit Humility, Demut, Bescheidenheit und Leidenschaft und Bescheidenheit und das andere Wort fällt mir jetzt nicht ein, weil ich gehen muss. Also ich kann nicht mehr denken.